Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und zwar heute mit was Lehrreichem und zwar wie ihr eure Laning Phase gewinnen könnt. Ja, wenn ich als Diamond-Spieler mal Smurf in Silber oder Gold, ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber da muss es doch irgendeinen Grund geben, warum ich fast immer meine Laning Phase gewinne bzw. meinen Gegner töte. Und die Tipps, damit ihr das in Zukunft auch machen könnt, am besten, wenn ihr nicht mal smurft, die möchte ich euch in diesem Video mitgeben. Fangen wir auch direkt an mit Tipp Nummer 1 und durch diesen Tipp mache ich wahrscheinlich die allermeisten Kills in der tieferen Elo. Jetzt muss man natürlich sagen, eigentlich ist es gar kein Tipp, an dem ich mich selber richte, sondern eigentlich eher ein Fehler der Gegner. Und zwar, dass die Gegner in tieferen Elos viel und mit viel, da könnte ich noch 30 Fields hinterher setzen, zu spät poppen. Das heißt, Spieler, ich weiß nicht, ob sie überfordert sind mit der Situation, dass einfach zu viele Dinge durch ihren Kopf gehen und sie sagen, oh, ich muss hier Minions holen und ich muss pushen und ich muss auf die Map gucken und dass sie einfach das Potten vergessen oder ob sie einfach den Pot unterschätzen an sich, aber sie laufen mit 50% HP rum und wenn ich jemanden sehe, der mit 50% HP rumläuft, dann ist das schon meistens, ja, da kannst du schon fast All-In mit einem Flash, mit der ganzen Combo reingehen und den Gegner umbringen. Vielleicht denken die auch gar nicht, dass das Potenzial des Gegners, mich zu killen, so hoch ist und unterschätzen einfach die Power des Gegners. Kann auch sein, auf jeden Fall. Ein Gegner, der mit 50% HP rumrennt, der setzt sich vielen, vielen Gefahren aus. Zum einen werdet ihr natürlich gegankt. Ja, ihr zieht Jungler quasi förmlich an auf eure Lane. Wenn dann ein Midlaner mit 100% HP ist, dann sagt sich der Jungler so, nee, later. Wenn einer mit 30% rumrennt, dann dreht der 30 Runden um euren Block. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass ihr zusätzlichen Schaden durch gewisse Runen-Masteries oder Fertigkeiten bekommt. Das heißt, Runen-Masteries ist eigentlich dasselbe. Aber es gibt zum Beispiel Coupe de Gras. Ihr bekommt mehr Damage, wenn ihr weniger HP habt. Und es gibt natürlich auch noch viele Fertigkeiten, wie zum Beispiel die Z-Passive, die mehr Damage an euch macht, wenn ihr, Achtung, weniger HP habt. Ein HP-Pot gibt euch 150 HP-Regeneration, das heißt, ihr solltet euch einfach angewöhnen, sobald ihr circa 160 HP verloren habt, sofort instant einen Pot reinzuhauen. Somit gebt ihr den Gegner keine Möglichkeit, weder dem Jungler noch dem Midlaner oder Toplaner oder wo auch immer ihr gerade seid. Und vor allem, wenn dann gerade mal ein Gank kommt, habt ihr natürlich auch deutlich bessere Überlebenschancen, weil ihr mehr HP habt. Beispiel. Wir haben hier den guten Fizz, aka ich, gegen eine Fiora. Fiora Midlane, was gibt es Schöneres, Kappa? Ja, sie hat eine Flaskmint am Start, aber sie hat mittlerweile 30% AP und benutzt diese trotzdem nicht. Warum? Wissen wir alle nicht. Ich bin hier fleißig die ganze Zeit am Potten und genau in dem Moment, wo ich engage und sie schon quasi tot ist, denkt sie sich, ich sollte jetzt lieber potten. Viel zu spät. Hätte sie diese Pots vorher alle benutzt, dann hätte ich sie niemals töten können. Nope, nope. Brennt es euch in euer Gehirn rein. Regel Nummer 1. Wenn ihr ca. 160, 170 HP verloren habt, potten. Spätestens bei 200, ansonsten bringe ich euch um. Tut mir leid. Tipp Nummer 2 merke ich extrem krass und oft, wenn ich mal on-stream 1v1s mache oder auch generell, wenn ich smurfe. Und zwar, dass die Leute einfach keine HP-Pots kaufen. Klar, wer keine HP-Pots kauft, der kann auch keine benutzen. Wichtig, am Anfang kaufen sich immer welche. Ist klar, das gehört standardmäßig dazu. Aber sobald sie mal shoppen gehen, nehmen wir einmal das Beispiel. Man geht mit 450 Gold shoppen. Dann denkt man sich, okay, ich kann mir jetzt ein Buch kaufen, aber kein HP-Pot. Also los mit dem Buch. Ne, ich an dieser Stelle würde lieber sagen, ich kaufe mir jetzt Schuhe plus 3 HP-Pots als Beispiel. Und jetzt machen wir einfach den Vergleich. Wir nehmen beide Spiele, haben 550 HP. 3 HP-Pots sind insgesamt unglaubliche 450 HP. Das heißt, der eine Spieler hat 550 HP plus 20 AP durch das Buch. Und ich habe halt zwar nur Schuhe, aber insgesamt 1000 AP. Durch diesen immensen, massiven Sustain-HP-Vorteil werde ich 100 mal die Lane gewinnen. Selbst wenn ich First Blood oder so gestorben bin und ein Kill Behind bin und ein bisschen XP, werde ich dadurch, wenn ich nicht dumm bin, die Lane gewinnen. Weil Sustain ist einfach unglaublich wichtig. Geht immer mit Pots aus der Basis, Leute. Und wenn ihr sagt, ihr könnt keine Pots kaufen, dann müsst ihr vielleicht ein Item etwas ein bisschen downgraden. Dann kauft ihr nicht den gigantisch riesigen, gewaltigen Stab, sondern nur noch den gigantisch riesigen, nicht ganz so gewaltigen Stab. Wer ohne Pots aus der Base läuft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und wenn ihr euch nicht aufraffen könnt, jedes Mal Pots zu kaufen, dann kauft euch relativ fix am Anfang oder beim First Bag einfach eine Refillable Potion und dann seid ihr auch gut dabei und habt das Problem aus der Welt. Solange ihr diese auch noch benutzt. Die ersten zwei Tipps waren jetzt so ein bisschen basic. Das heißt, es sind einfach wichtige Sachen, die man können muss. Und das nächste ist wirklich etwas, womit ihr eure Laning Phase bzw. eure Duelle gewinnen könnt. Einfach ein richtig geiler Tipp. Und zwar ja auch nochmal ums Potten, allerdings der letzte Potten-Tipp. Pottet direkt, sobald ein Fight anfängt. Ein Pot generiert, je nachdem, was es für einer ist, nehmen wir jetzt einfach einen normalen HP-Pot, 10 HP pro Sekunde.
nehmen wir zwei Spieler, die gegeneinander kämpfen. Der eine pottet instant bei 100% AP. Er weiß, jetzt geht ein Trade los und er haut direkt den Pot rein. Und der andere pottet gar nicht. Nehmen wir mal an, der Trade geht 10 Sekunden. Das heißt, die eine Person, die direkt gepottet hat, hat, obwohl beide gleiche Items haben, gleiches Level haben und vielleicht das gleiche Base-HP haben, 100 HP mehr zur Verfügung. Ich meine, dass der diesen Trade gewinnt, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist so klar, wie dass Master hier einfach der beschissenste Champion ist. Wenn ihr mir mal bei meinem Stream-Gameplay oder generell zuseht, dann werdet ihr sehr, sehr oft sehen, dass ich, wenn ich gerade so zum Ganken auf die Lane laufe oder irgendwo, schon mal direkt die Pots reinhaue. Vor allem beim Flash-Pot direkt 1, 2, 3 Pots, sodass, wenn der Fight mal ein bisschen länger geht, 10, 20, 30 Sekunden, ihr das den ganzen Fight durchgepottet werdet. Weil oft vergisst man das ja wirklich, wenn dann extrem viel los ist. Hier kommen Skillshots, da muss man auf die Map gucken, dass man nicht mehr ans Potten denkt. Aber wenn ihr das wirklich macht, dann habt ihr locker einfach mal durch den ganzen Fight weg 500 HP mehr, was komplett insane ist. Das Ganze untermauern wir mit einem perfekten Beispiel. Ich mit Diana bin auf der Botlane, will hier die Caitlyn ganken. Natürlich, ich weiß, ich assassine sie AD Carry, die Chance, dass ich sie zerstöre und eigentlich keinen Pot brauche, ist unglaublich hoch. Dennoch haue ich direkt bei 100% HP noch, bevor ich sie im geringsten berühre, einen HP-Pot rein, beziehungsweise eine Flask-Pot. Denn hier ist immer ganz wichtig, man weiß nie, was passiert. Vielleicht geht der Gank schief, vielleicht kommt ein Counter-Gank, vielleicht musst du 3-4 Tower-Shots tanken, weil sie nicht direkt stirbt, etc. Das heißt, Sicherheit geht hier auf jeden Fall vor. Und ja, wie erwartet, werde ich sie auch sehr, sehr früh hier töten. Und jetzt kommt nämlich die Situation, dass der gute Tahm Kench mit dazu kommt. Und ich muss sagen, ich war so tiltet, dass er mir so unglaublich viel Damage macht, das glaubt ihr gar nicht. Vor allem, weil der Level 7 war und ich 10. Er Supporter, ich Midlaner. Auf jeden Fall haut er mir natürlich hier richtig, richtig lange super viel Damage ins Gesicht rein, wortwörtlich mit seiner Schlabberzunge. Und ja, auch die Soraka Ultimate hilft mir hier noch. Ich überlebe das Ganze mit unglaublichen 56 HP. Der insgesamt vergangene Zeitraum, wo ich meinen ersten Flaspot reingeschmissen habe, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich Tahm Kench gerade ebenso gekillt habe, waren 25 Sekunden. Ja, das sind ungefähr 250 fucking HP. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, wie oft ich einfach schon tot gewesen wäre gegen diesen Tahm Kench, hätte ich nicht direkt diese HP-Pots reingedroppt. Man muss hier fair sein. Ich war sehr, sehr oft hier reduced durch Caitlyn und auch ein bisschen durch Ignite. Das heißt, es wären wahrscheinlich nicht ganz so viel, vielleicht nur so 180 oder sowas gewesen. Aber auch diese 180 HP haben mich einfach unglaublich krass vom Tod beschützt und mir noch einen weiteren Kill gewährt. Ich hoffe, an diesem Beispiel seht ihr einfach, wie unglaublich geil Pots sind. Ich bin auch übrigens bei einigen Flirtportalen als Sexy Potlover 2018 unterwegs. Miau. Wer den Pot nicht ehrt, ist die Elo nicht wert. Unglaublich geiler, krasser Tipp Nummer 4 und zwar traden, wenn der Gegner seine Spells benutzt hat. Ganz, ganz, ganz am Anfang, wo ich noch in den Füßen meiner Schuhen war, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, klingt aber irgendwie cool, ist es so, da habe ich natürlich einfach immer getradet. Ne? Ich denke mir so, ja, lass traden, traden, traden. Irgendwann dann bin ich immer drauf gekommen, vor allem gegen Twisted Fate, der ständig seine dämlichen Karten dir durch die Gegend wirft. Ne? Wenn er seine Karte gerade raus hat, genau in diesem Moment müsst ihr engagen. Mit was auch immer ihr habt oder auch auf Toplane. Wenn Klett, wer weiß was ich, wer ihn ihr habt, gerade sein Spell benutzt habt, auf die Minions, dann könnt ihr engagen. Denn Regel Nummer 4, der Gegner hat sein Spell nicht, wenn er sein Spell benutzt. Und wenn er sein Spell benutzt, dann kann er ihn nicht euch an den Kopf hauen. Und damit könnt ihr locker einfach den Trade gewinnen. Wir nehmen eine Person, die hat 3 Spells ready. Wir nehmen eine andere Person, die hat gerade 2 Spells benutzt. Wer gewinnt? Logischerweise. Ja, meistens die Person mit 3 Spells, wenn das Gehirn ausreichend vorhanden ist. Das heißt, ihr könnt wirklich in einigen Situationen gucken, wenn Syndra zum Beispiel gerade ihre QW durch die Gegend wirft, dann könnt ihr genau in diesem Moment auf den Gegner einen Trade starten. Vielleicht mit einem Flash, vielleicht mit einem, was weiß ich, mit einem Root oder was auch immer ihr halt eben spielt. Selbst so ein billiger Spell wie das Miss Fortune E. Wenn sie auf der Botlane ihre E raus hat, um die Minions zu clearen, dann hat sie ihre E raus und dieser Damage fehlt beim All-In-Trade. Eins der besten Beispiele hierzu ist wahrscheinlich Yasuo. Wenn der nämlich auf der Lane gerade seinen 3er Q-Storm raus hat und ihr mit Akali instant engage, ein Trade geht maximal 3, 4, 5 Sekunden wahrscheinlich mit einem Assassin, dann ist die Chance, dass er in dieser Zeit eine dreifache Q rauskriegt, so unglaublich gering wie sonst was. Und das bedeutet, dass er auch gleichzeitig kein Ultimate hat. Das heißt, ja, wenn ein Champ kein Ultimate hat, dann ist der Trade schon mehr oder weniger fast gewonnen. Wann wollt ihr mit Zed traden? Wenn er gerade seine W und Q raus hat. Wann wollt ihr mit Akali traden? Wenn sie keine Energie mehr hat, genauso wie Shen. Ja, wenn die Ressourcen einfach nicht da sind. Wann engagt ihr auf Azir? Wenn der gerade seinen Soldaten zu euch geschickt hat. Weil dann kann er ihn nicht wieder woanders hinschicken und er hat selber bei sich keinen zur Verteidigung. Tipp Nummer, ich habe keine Ahnung, ich glaube Nummer 5. Power Spikes ausnutzen. Items hat man in der Laning Phase natürlich meistens noch nicht so viele, deswegen reden wir hier über Level Power Spikes erstmal. Gute Level Power Spikes, Achtung, aufgepasst, sind Level 1 auf 2, von 2 auf 3, von 4 auf 5, von 5 auf 6 und von 8 auf 9. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr habt viele, viele Möglichkeiten.
Warum genau diese Level? Von 1 auf 2, ihr habt 2 Spells, der Gegner, wenn er noch Level 1 ist, hat nur 1 Spell. Von 2 auf 3, im Prinzip genau das gleiche, ihr habt 3 Spells, der Gegner hat nur 2 Spells. Von 4 auf 5 habt ihr euren ersten Spell mit 3 Punkten drin, das heißt meistens der Q-Spell. Und ein Spell mit 3 Punkten, also so ab Level 5, ist halt wirklich powerful. Und dann von 5 auf 6 natürlich klar, ihr habt eure Ultimate, euer Gegner Level 5 hat sie noch nicht. Und mit Level 9 habt ihr euren ersten Spell komplett durchgemaxt. Bedeutet, ihr solltet wirklich während der Laning Phase, wenn ihr aggressiv spielen wollt und den Gegner einfach richtig krass outplayen, schauen, dass ihr diese Power Spikes ausnutzt. Wie macht ihr das? Im Prinzip solltet ihr grundsätzlich erstmal lernen, mit der Shift-Taste eure Spells zu skillen. Das heißt, dass ihr in Action, so wie hier in diesem Beispiel, direkt eure Spells skillen könnt, obwohl ihr gerade am Fighten seid. Nicht, dass ihr da noch irgendwie dämlich draufklicken müsst oder so. Das kostet viel zu viel Zeit. Ausführung ist im Prinzip ganz einfach. Ihr seht, das Minion, der wird gleich sterben und durch diesen werdet ihr Level 6 werden. Was müsst ihr also machen? Ihr müsst instant in Engage-Möglichkeit zum Gegner sein, dass ihr sofort mit Ultimate oder was auch immer auf den Gegner draufspringen könnt. Der Gegner wird zu diesem Zeitpunkt denken, okay, er ist Level 5, ich bin Level 5, ist nicht so gefährlich. Auf einmal stirbt dieser Minion, ihr seid Level 6, er ist Level 5 und er denkt sich, oh fuck. Und genau dann ist es nämlich schon zu spät und genau das ist auch schon wieder ein Fehler von den Gegnern, dass sie einfach nicht wissen, wann der Gegner Level 6 wird oder wann er seine Power Spikes hat und das müsst ihr einfach ausnutzen. Anderes Beispiel für einen Power Spike, der Level 2 Power Spike auf der Toplane zum Beispiel mit Tryndamere, der ist unglaublich krass. Genau wenn ihr seht, diese eine Minion wird gleich sterben und ich werde Level 2 durch diesen werden, benutze ich meine E, um durch den Minion durchzudrehen und auf den Gegner gleichzeitig zu engagen und gleichzeitig Damage auf den Gegner zu machen. Und gibt dem Gegner übelst aufs Maul und er kann sich nicht wehren, weil er fucking Level 1 ist. Ja, meine Freunde, das waren erstmal die ersten Tipps. Ich habe natürlich noch weitere auf Lager. Vielleicht machen wir dadurch dann demnächst eine zweite Folge. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr eine zweite Folge haben wollt. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Haut rein, seht dazu, macht weiter. Tschüss, auf Wiedersehen und Tschüssikowski Manowski. Later.